Wieder dunkel. Jetzt kommen sie nämlich schon. Ah, da hinten ist mein Zuhause. Und ich komme auch noch durch die falsche Seite. Nein! Oh! Warum? Was soll das denn? Komm, du auch. Oh Mann, diese blöden Creeper. Oh, die machen mir hier alles kaputt. Ja. Das ist hier die ganze. Es fließt hier die ganze Zeit das Wasser hin und her. Und der schöne Zaun auch. So, wo haben wir denn einen Eimer? Da ist der Eimer. Gut. Dann muss ich wieder einen neuen machen. So. Und so. Fackel dahin. Jetzt erstmal das Haus wieder in Ordnung bringen. So, wir müssen das Ganze mal hier ein bisschen sortieren, wie wir das jetzt überhaupt machen wollen. Das kommt erstmal nach unten. Das kommt zum Essen. Cobblestone nehme ich mal, Holz nehme ich mir auch. So, rohes Fleisch, rohes Fleisch. Holz. Holz.
So, dann ist das wieder in Ordnung hier. Nee, nicht ganz. So, jetzt das Haus wieder so, wie es sein soll. Langsam wird's doch. Jetzt können wir mal anfangen mit einem zweiten Haus. Und zwar möchte ich jetzt noch ein Lagerhaus haben und einen Tierstall. Ich brauche eine Schaufel. Einen Pfeil habe ich bekommen, das ist schön. Zäune, ne, die können erst nochmal hier bleiben, aber die Stöcke brauche ich. Und das Birkenholz. So, das Getreide kann ich ja mal hier reinpacken. Roh, 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 roh. Das ist alles gebraten, das ist alles vegetarisch. Hier unten packen wir das rohe Fleisch rein. So, jetzt würden wir hier erstmal ein wenig was wegschaufeln. Und dann kommt hier unser Lagerhaus hin. Ganzen Dreck wegmachen, ist zwar ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur zu buddeln, aber man muss schon ein bisschen was machen, wenn es am Ende gut aussehen soll. Naja, was heißt gut aussehen? Ist jetzt erstmal nur zweckmäßig. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich am Ende wirklich bauen will. Baum lassen wir hier. Hier die Blätter sehen ein bisschen blöd aus da dran. Nee, das ist okay so. Ach, dafür brauche ich doch nicht die Schaufel kaputt zu machen. So, fangen wir erstmal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, ein Eingang reicht. Gut, das wird jetzt mal das Grundhaus für das Lager. So, das machen wir mal 3 hoch. Kann man aus Andesit und Diorit und sowas eigentlich auch Stufen und Treppen machen? Kann ich ja gleich mal ausprobieren. Das ist ja vielleicht auch eine interessante Idee. Wir brauchen echt eine Menge Holz.
So, ich glaube, das soll erstmal sowas wie ein kleiner Turm werden. Ich würde gerne die Kanten, also hier die Ecken, würde ich dann mit dem richtigen Holz, also keine Holzbretter, sondern das richtige Holz machen, um ein wenig Kontur mit reinzubringen, damit das nicht alles so eintönig aussieht. Brauchen wir wohl noch mehr Bäume. Ich kann ja mal gucken, wo ich noch weiter bauen will. Wo will ich denn den Tierstall haben? Ich würde sagen, den mache ich ein bisschen weiter weg. Den mache ich hier unten hin. Dann kann ich hier das Holz wegholen. Dann ist hier das alles schon mal ein bisschen mehr freie Fläche haben wir dann. Es stehen ja bald Wahlen an, fällt mir ein. Also, ich glaube, wenn das Video hier veröffentlicht ist, dann ist es schon längst rum. Ich weiß noch überhaupt gar nicht, wen ich wählen will. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es niemand aktuell sehr überzeugend. Es fehlt irgendwie so die wahre Partei, die einem wirklich zeigt, ja, wir machen das. Wir machen das richtig, wir bringen alles in Ordnung. Das fehlt mir irgendwie. Ein bisschen schlafen gehen. Gute Nacht immer die ganzen Monster. Diese ganzen Creeper, die immer alles kaputt machen. Wo ist denn die Spinne, die hier so Geräusche macht? Ich meine, in der aktuellen Version, die ich spiele von Minecraft, da soll es ja auch mehrere neue Gebäude und so etwas auch geben. Also neue Buildings in der Umgebung. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen bislang. Bin ich aber auch mal gespannt, was da wohl so Neues ist. Vielleicht entdecken wir das ja noch. Oh, Apfel. Der Baum hier kann auch weg. Und der Baum hier auch. Warten wir erstmal, bis die ganzen Bäume hier verschwinden. Die hier kann ich auch noch machen. Bis die ganzen Blätter weg sind. Wo bist du? Steckst du dich irgendwo auf einem Baum drauf? Ne, keine Ahnung, wo die ist. Wahrscheinlich unter uns irgendwo. Eine Sekunde, ich muss mal einen kurzen Cut machen, ja.